Nur noch wenige Wochen bis zum Start vom megagroßen Open-World-Action-Shooter Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, das für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheint. Auf einem Preview-Event zum Spiel trafen wir die beiden Stars der deutschen Rapper-Szene, nämlich Farid Bang und Casey Rebel. Die beiden feierten nicht nur das Spiel selbst, sondern auch die Weltpremiere von Ballermann, ein Song, den die zwei extra für Wildlands aufgenommen haben. Außerdem sind die Jungs auch als Synchronsprecher für das Spiel in Erscheinung getreten. Was genau die beiden einsprechen mussten und wie das für sie war, verrät uns Casey Rebel selbst. Pass auf, was du da redest, Puto! Solche, halt diese Stimmen ein bisschen rauer machen und Synchronsprechen liegt uns einfach. Besser als Synchronschwimmen auf jeden Fall. Natürlich haben die beiden aber auch selbst gezockt und Farid Bang war absolut begeistert. Ihn überzeugt aber nicht nur die Action im Spiel, sondern vor allem die Spieltiefe und die Story von Wildlands. Diese Hollywood-Atmosphäre, es ist wirklich so wie so ein geiler Film, wo du halt den spielst so, weißt du? Also die Geschichte ist geil und also das könnte man könnte es auch verfilmen. Es könnte auch ein geiler Film sein. Also das ist schon sehr, sehr geil und ich feiere es auf jeden Fall. Wie eben schon angesprochen, haben die beiden Rapstars auch einen eigenen Song zum neuen Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands aufgenommen und ein fettes Musikvideo dazu produziert. Der Song ist übrigens auch Teil des neuen Albums von Casey Rebel. Abstand ist das Album, das aktuell auf dem Markt ist von mir. Es ist am 25.11. erschienen und Ballermann, der Soundtrack zu Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, ist halt Ballermann, der Song von mir und Farid. Und dazu haben wir auch ein nettes Video gedreht, was auch sehr geil angelehnt an dem Game ist. Es ist sehr realistisch, es ist super aufwendig auch. Und das haben wir gemeinsam in Los Angeles abgedreht und hatten da eine geile Zeit. Auch ihr selbst könnt ab dem 7. März 2007 abtauchen in die Welt von Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Denn dann erscheint das Spiel für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Wenn euch unser Video gefallen hat, dann freuen wir uns über ein Like und gerne dürft ihr uns auch weiterempfehlen.